Weiter geht es mit einer neuen Folge, Titanfall 2. Dankeschön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und natürlich auch ein Dankeschön an all die netten Menschen, die das letzte Video bewertet und kommentiert haben. Eigentlich hätte gestern eine Doppelfolge kommen sollen. Die Leute haben so krass bewertet und ich dachte mir, what the fuck? Die Menschen wollen mehr Titanfall. Und ich wollte auch wirklich die Doppelfolge bringen. Ich wollte sie bringen, aber dann kam mir was dazwischen. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir echt leid, aber ich bin auch nur ein Mensch und am Abend hatte ich noch einen Stream angesetzt und deswegen machen wir heute eine Doppelfolge. Natürlich freue ich mich weiter, wenn ihr das Projekt weiterhin so verdammt gut bewertet. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe, alle Menschen glücklich zu machen, aber ab und zu kommt wirklich was dazwischen. Da kann ich dann auch recht wenig tun. Alright, hier rüber mit uns. Richter jagt uns und ich könnte mir vorstellen, dass wir bald einen neuen Bossfight erleben. Ob die Wumme hier was kann? Oh, yes! Ja, sie kann was. Sie kann was. Alter, das Baby gefällt mir. Oh, der will explodieren. In meiner Richtung. Und es gibt kein Entkommen. Was haben wir hier Schönes? Mitnehmen? Nee, komm. Wir bleiben mal bei dir hier. Normalerweise müsste dein Schädel runterfliegen. Bei so einem Schuss müsste dein Gehirn an der Wand kleben. Okay, kann ich hier noch irgendwas Gutes finden? Was bist du hier? Ach, die Tick finde ich nicht so gut, die Zecken. Da bleibe ich hier lieber bei den Wurfsternen. Sind eigentlich ganz witzig. Wie jetzt? Die bleiben eiskalt hier stehen und interessieren sich dafür einen Scheiß? Krasse Jungs. Boom! Ab und zu bin ich verwundert, wie die das überleben können. Wir machen den ultimativen Todesschuss. Und trotzdem bleiben die hier noch am Leben. Ich muss sagen, die Waffen hier in Titanfall 2 sind extrem gut gelungen. Extrem gut gelungen. Die machen richtig Laune. Kuckuck, spiel damit. Wo ist die Granate hingeflogen? Ich habe keine Ahnung. Aber nicht da, wo sie hinfliegen sollte. Boom, Baby. Moment mal. Können wir da irgendwas machen? Können wir die Maschinen hier übernehmen? Das wäre cool. Uplink-Zielerfassungsmodul geortet. Überprüfen Sie Ihr HUD. Leute, wartet mal hier drüben. Das Team am Eingangversender 4 wurde aufgerieben. Yes! Sein, dass der Pilot von dort senden will. Zulu 1 an Richter. Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass er uns von dem Titan weglocken will. Nein, konzentriert euch auf den Piloten. Für den Titan habe ich andere Pläne. Hey, BT, ja? Ist mein Bro. Lass ihn ja in Ruhe. Du kleiner Lump. Ey, wir können die wirklich übernehmen. Zack. Jetzt habe ich hier meine eigene Armee. Okay, die beiden da hinten, die lungern hier rum. Friendly Dudes, die auf meiner Seite sind. Dieser Drang, Chappie jedes Mal umzuschroppen. Ich bin kein guter Mensch. Ich weiß. Das hat mir meine Mama mehrfach gesagt. Munition? Was habe ich hier für Granaten dabei? Ich habe keine Ahnung. Haben wir die schon gespielt? Ich weiß es gar nicht. Weil ich will ja immer so ein bisschen durchwechseln, damit wir hier auch andere Waffen sehen. Moment mal, bekomme ich hier nicht Munition? Die haben wir doch. Ach nee, das ist eine andere. Ah, die finde ich cooler, die Master Stiff. Wo sind die Gegner? Warum so ruhig? Wo sind denn alle? Tja, dann Kran bedienen. Gut, Sie sind an der Steuerung. Bewegen Sie die Schüssel ganz nach rechts, um sie in Reichweite zu bringen. Okay, du bist der Chef.
BT, du weißt, ich vertraue dir, 100%. Alpha 4-1, bist du schon im Boden? Bitte Lagebericht. Over. Richter, wir brauchen Unterstützung. Over. Feindpilot ist immer noch aktiv bei Sender 4. Over. Unterstützung? Alter, kalter Krieg. Over. Komm schon, Richter, nimm die Socke aus dem Mund. Meine Bots erledigen die Scheiße da drüben. Okay, okay, okay. Wir hauen erstmal hier die Soldaten weg. Oh, shit. Oh, verflucht. Kalter Krieg, Baby. Kalter Krieg. Ey, meine Bots machen einen echt guten Job, ne? Gut gemacht, Jungs. Verdammt gut gemacht. Alter, hier fliegen nur die Brocken rum. So muss das laufen. Für mich gibt's gar nichts zu tun. Für mich gibt's wirklich gar nichts zu tun, weil die Stalker hier übernehmen alles. Das sind gute Jungs. Oh, Granate, Granate, Granate. Ich glaube, ich muss hier durch. Bams, Bruder. Bams. Wie sie hochkommen. Oh, Alter. Ah, ich liebe euch. Jungs, ihr seid echt in Ordnung. Kalter Krieg hat nicht mehr so viel Munition. Ob ich bei dem bleiben soll oder hier was anderes. Mann, ich würde die so gerne mitnehmen, meine Stalker-Armee. Aber ich kann wahrscheinlich nicht. Wäre geil, wenn man denen Befehle geben könnte. Das Modul ist im Projektor der Schüssel. Ich seh's. Wo wir überall rumtouren. Dann gib mir her hier. Das Modul. Ablink-Zielentfassungsmodul getrennt. Protokoll 2, Missionsupdate. Ablink-Modul geborgen. Erwarte Ihre Rückkehr, Cooper. Achtung, Wartungsmodus aktiviert. Okay, das Ding bewegt sich jetzt. Ob das so gut ist? Alpha 4-1, Lagebericht. Bitte komm. Was zum Teufel? Richter, seine Stimme ist echt nervig, oder? Alright, wir schauen. Okay, was war daran jetzt so besonders? Oh no, ich verkack's. Ein falscher Sprung. Und badabum. So. Titan-Abwehr-Squads sind eingetroffen. Was? Unterstützung. Okay. Okay, BT. Okay. Meine Unterstützung kommt. Jetzt wird's spannend. BT, mein bester Freund. Oh Gott, das war eben gerade auch wieder so. Ja, hätte besser sein können. Wohin? Hier drüben hin. Geil. Egal, die Dinger bleiben alle unten, wie es scheint. Wieso bekomme ich jetzt einen Kontrollpunkt? Ich sehe da hinten einen Helm. War das der Helm, den wir eh schon gesehen haben? Ich denke mal, wir müssen hier hin, oder? Ja. Ich glaube, ich muss oben rum. BT! Ich bin unterwegs. Kumpel, halte durch. Halte einfach durch. Was haben wir hier drüben? Irgendeine gute Waffe, die wir vielleicht mitnehmen sollten? Komme ich noch weiter nach oben? Ich muss an das Seil. Blopp. Alles klar. BT. Das machst du schön, BT. What the fuck? Was hast du getan? Er hat ihn in der Luft zerrissen. Habt ihr die Scheiße gesehen? Dankeschön, BT. Dankeschön.
Trotzdem habe ich hier Probleme. Große Probleme! Ach du Scheiße! Boah, ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Diese ganzen Aufladwaffen sind totaler Crap. Wir brauchen irgendwas zum Bratzen. Granatenwerfer und die andere Scheiße bringt mir hier nichts. Ich meine, Kalter Krieg ist nice, aber es lädt zu lange nach. Alright, die gefällt mir auch nicht, aber kann ich mit leben. Dieser Wurf und dann zack. Willkommen zurück. Ich schlage vor, wir sichern das Gebiet, bevor wir mit der Reparatur fortfahren. Yep, gute Idee, Kumpel. Gute Idee. Alles klar, bin drüben. Stalker erledigt. Ziel eliminiert. So, jetzt kommen hier die kleinen Krabbler hoch. Oder auch nicht. Ah, hier drüben. Alles klar. Die Dinger sind halt mies. Wenn du da einen Fehler machst, Geschichte. Sehr gut, BT. Sehr gut. Wir sollten in den Pro-Modus überwechseln. Steuerung geht an Piloten. Endlich. So muss das, genau so. Na, wo ist er denn? Einen höre ich noch. Aber ich habe keine Ahnung, wo der Kollege ist. Gebiet gesichert. Sind Sie okay, Pilot? Mir geht's gut. Hat er sich eben gerade selbst umgebracht? Scheiße, Mann. Das war ein heißer Tanz. Ihre Vitalwerte zeigen keine Temperaturerhöhung an. Möchten Sie, dass ich diese Wärmeanomalie überprüfe? Ja, bitte. Witzig, BT. Du bist witzig. Scheint so. Scheint so. Ah, der Typ ist cool, oder? Gut, BT. Was nun? Protokoll 2 Missionsupdate. Ablenkmodul ersetzen. Der Modulsockel befindet sich an der Oberseite dieser Schüssel. Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich. Och nein. Schon wieder ein Wurf? Warum? Dir macht das Spaß, oder? Du hast Freude daran. Er macht das wirklich mit Freude. Er macht das echt mit Freude. Er genießt es, mich durch die Gegend zu schleudern. Alles klar, hier drüben. Nächster Helm. Dann hätten wir hier noch einen Helm. Ach komm schon. Hier drüben ist noch einer. War ja klar, dass ich einen Helm wieder mal übersehe. Warte mal einen Moment. Ach, das ist der hier drüben. Ich dachte schon, hier an der Kante wäre noch einer. So, ich muss hier hin. Gut. Ich bin drin. Und du bist tot. Ein Gegner vielleicht? Was gibt's? Kane und Ash sind tot. Jemand tötet deine Söldner. Und eins unserer Funkgeräte wurde geklaut. Ich wusste, du hättest diese Idioten nicht anheuern sollen. Hey, Pilot. Hier spricht Coop & Blisk. Sie haben uns zugehört, oder? Wollen den Helden spielen, was? Okay, machen Sie nur so weiter. Aber an Ihrer Stelle würde ich aufhören, den Helden zu spielen. Dann leben Sie länger. Schnauze! Als hätte ich irgendwie Schiss vor dir. Fünf. Wap. Und down, Bruder. Süß. Das sollen also Gegner sein.
Ach, BT, hast du gesehen, was die mir entgegenwerfen? Zwei lächerliche Drohnen. Ja, Drohnen. Die sich selbst zerstören. Was sind das für Gegner? Was sind das bitteschön für Gegner? Die Schüssel richtet sich nach der Installation des neuen Moduls automatisch aus. Alright. Moment, ich will hier noch auf die andere Seite schauen, wegen vielleicht eventuell einem Helm. Nee, dann ab geht's. Raus mit dem Paket. Rein mit dem Paket. Energie. Wow, 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 wow. Oh, shit. Ach, wie... So ein Typ. Hey, BT. Bester Charakter aller Zeiten. Richter Ente. Ich habe eine Socke im Mund. Toll, wie komme ich jetzt noch an den einen Helm? Das wurmt mich jetzt so ein bisschen. Wie jetzt von da oben? BT, kannst du mich nochmal hochwerfen? Das wäre total nett. Brauche ich diesen Helm? I don't think so. Wie, ich hätte von da oben einmal hier runterrutschen müssen? Dann nochmal mich werfen lassen müssen? Pilotenmodus aktiv. Tja, da hängt der Helm, den wir nie kriegen werden. Weil wie es scheint, hätte ich da oben mit dem Seil runterrutschen müssen. Naja, egal, oder? Abfangen und zerstören. Dann kümmern wir uns um die restlichen Milizeinheiten. Reaper nähern sich. Miliztruppen. Kontrollraum abriegeln. Bedrohungen geortet. Komm schon, ist doch lächerlich. Wie, helfen von hier aus? Was macht ihr denn? Kakao trinken und Kekse essen? Macht doch eh wieder alles alleine, Jungs. Wo denn? Ach, hier drüben. Anomalie festgestellt. Yes, Mama. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Infanteristen kommst du gut zurecht. Aber was ist mit mir? Wow. Ronny. Schießt mir das kann Ohren. Ich auch. Ich kann auch den Ronny-Modus machen. Boom. Ja, entspann dich. So, hier, pulverisiert, Dude. Pulverisiert. Willst du kämpfen? Ja, dann lass mal sehen, wie du dich Mann gegen Mann schlägst. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Ich will dir auf die Fresse geben, Richter. Genau das will ich tun. Erstmal die Rüstung hier wegkloppen und dann Ronin-Style. Ronny-Style! Ich mach dich so rund, Alter. Ich mach dich so rund. Zieh's dir rein! Ha, keine Chance gegen mich. Bam!
Oh shit, oh shit. Nice. Brauch ein anderes Loadout. Kriegen wir hin. Yes. Nice, Alter. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Richter hatte keine Chance gegen uns. Pilot, ich empfehle Ihnen auszusteigen. Alle Systeme einsatzbereit. Grenier, los! Ja, Sir. Übertragungssequenz aktiviert. Es funktioniert. Signalstärke bei 25% und steigen. 60%. Sieht gut aus. Gleich haben wir es. 80%. Maximale Signalstärke erreicht. Wir können jetzt senden. Datenstrom wird übertragen. Warte auf Antwort. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist. Pops. Hier ist Commander Sarah Briggs, Marodeurkorps der Miliz SRS. Identifizieren Sie sich. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und Flotte der SRS-Einheit informieren. Verstanden. Freut mich, dass ihr Jungs immer noch da unten seid. Wir empfangen gerade eure Daten. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Tyler Simosa wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lass Simosa dich mit einem Schützen verlinkt? Ja, er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90%. Ja, bitte Verbindung beizubehalten. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, BT. Erlaubnis erteilt. Das ist Bros. Das Lob von einer Maschine, Cooper. Yes, ich bin der Beste, ich weiß. Dank der Lade konnten wir ihre Signatur zu einer IMC-Basis hier auf Typhon zurückverfolgen. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir. Ja, und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bewerten nicht vergessen, dann kommen auch die Folgen, ich verspreche es. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen und tschüss!